Am Mittwoch der vergangenen Woche, nämlich am 22. Juni, war es soweit. Es ist eine neue Version der JavaScript-Sprachspezifikation verabschiedet und veröffentlicht worden, nämlich ECMAScript 2022, auch bekannt unter seinem Kürzel ES 2022. Und insgesamt gibt es 7 Neuerungen in der Sprache. Das wirkt auf den ersten Blick recht überschaubar, beziehungsweise das ist auch tatsächlich von den Neuerungen her recht überschaubar. Aber trotzdem ist diese neue Version nicht zu unterschätzen. Es gibt einige sehr, sehr wichtige Neuerungen, über die man als Entwicklerin oder als Entwickler durchaus Bescheid wissen sollte. Ja, und bevor wir uns den Neuerungen nun im Detail zuwenden, noch ein Hinweis: Falls du die Neuerungen der vergangenen Jahre in ECMAScript verpasst hast, dann gibt es ein Video dazu, was wir vor einer Weile aufgenommen haben, nämlich alle Neuerungen von ECMAScript 2016 bis ECMAScript 2021 sozusagen in einem großen Video. Und den Link dazu, den findest du hier oben in der Infocard. Also von daher, falls du das noch nicht gesehen hast, dann schau es dir gerne entweder jetzt oder im Anschluss an dieses Video einfach mal an. Ja, und damit können wir im Prinzip auch loslegen. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Developers Dictionary. Ja, was ich jetzt heute mit dir vorhabe, das ist zunächst mal die 7 Neuerungen im Detail durchzugehen. Das heißt, ich werde dir jeweils erklären, worum es sich bei der Neuerung eigentlich so genau handelt, wie sie funktioniert, wofür sie gut ist und so weiter. Und dann am Ende wenden wir uns nochmal natürlich der großen und wichtigen Frage zu: Was davon kann man denn tatsächlich schon produktiv nutzen? Also wie sieht es denn mit der Alltagstauglichkeit aus? Welche Browser, welche Laufzeitumgebungen, welche Compiler unterstützen, welches Sprachfeature schon? Und so weiter. Aber wie gesagt, bevor wir dahin kommen, gucken wir uns erstmal die 7 Features im Überblick an. Und dazu wechseln wir jetzt am besten einfach mal direkt in eine IDE, sprich in mein Visual Studio Code. So, und ich werde einfach für jedes Beispiel, was ich mache, eine neue Datei anlegen. Und genau damit fangen wir auch an. Wir fangen mit einer 01@JS an. Und diese 01@JS, die beschreibt das erste Feature. Es gibt nämlich eine neue Funktion, nämlich, wie du dir jetzt wahrscheinlich schon gedacht hast, die Add-Funktion. Und diese Add-Funktion, die funktioniert prinzipiell mit allem, was in irgendeiner Form indexierbar ist. Und da fallen einem natürlich als allererstes zunächst mal die Arrays ein. Das heißt, wenn wir ein Array haben, zum Beispiel ein Primzahlen-Array, also das übliche Primes, 2, 3, 5, 7 und 11. Und ich schalte an der Stelle auch mal gerade GitHub Copilot aus. So, dann war das bislang so, wenn wir auf die einzelnen Elemente dieses Arrays zugreifen konnten, dann konnten wir das über die Index-Schreibweise machen. Also zum Beispiel das erste Element konnten wir über Primes 0 abrufen. Das heißt, das liefert die 2 zurück. Wenn wir auf das zweite Element, also das mit dem Index 1 zugreifen wollen, dann konnten wir das über Primes 1 machen und so weiter. Bis eben hin, also das geht prinzipiell so weiter mit Primes 2, Primes 3, bis hin zu Primes an der Stelle 4. Das ist also das fünfte Element und das liefert die 11 zurück. Und wenn man jetzt an eine Stelle greift, wie zum Beispiel Primes an der Stelle 5, wo einfach keine Zahl mehr in diesem Array enthalten ist, dann schlägt das nicht mit einem Fehler fehl, sondern man erhält als Ergebnis einfach undefined zurück. Und das hat soweit eigentlich seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, muss man ja bei JavaScript schon fast sagen, funktioniert das sehr, sehr gut. Und was aber immer ein bisschen schwierig war, ist, wenn man von hinten sozusagen auslesen wollte. Also wenn man jetzt zum Beispiel das vorletzte Element haben wollte, jetzt ist es in dem Fall einfach, das ist Primes an der Stelle 3, weil es eben genau 5 Elemente sind und das letzte hat den Index 4, das vorletzte hat dementsprechend den Index 3. Aber wenn man jetzt ein Array hat, bei dem man die Länge nicht kennt im Vorfeld, das heißt, wenn man dynamisch ausrechnen muss, an welcher Position liegt das denn, dann muss man über die Length-Property gehen, muss entsprechend davon was abziehen. Und das war immer so ein bisschen umständlich. Und deswegen kommt jetzt sozusagen diese neue Add-Funktion ins Spiel. Die neue Add-Funktion, die ermöglicht uns nämlich genau das. Die Add-Funktion, die können wir aufrufen. Wir können sagen Primes, nein, nicht Flat, Primes Add an der Stelle 0 zum Beispiel. Und das liefert uns genauso wie die Indexschreibweise eine 2 zurück. Wir können auch sagen Primes at 1, das liefert uns die 3 zurück. Das funktioniert erstmal ganz genauso analog wie die Indexschreibweise. Das heißt, wir kommen bis Primes at 4. Das liefert uns die 11 zurück. Und auch wenn wir versuchen, auf einen Index zuzugreifen, der nicht vorhanden ist, wie Primes at 5, dann bekommen wir undefined zurück. Also bis hierhin macht diese Add-Funktion haargenau dasselbe wie der Indexer,
Aber, und das ist jetzt der springende Punkt, das ist jetzt die große Neuerung, warum die Add-Funktion interessant ist, wir können bei der Add-Funktion mit negativen Werten arbeiten. Das heißt, wenn wir auf das letzte Element zugreifen wollen, können wir sagen primes add minus 1 und bekommen auf dem Weg eine 11 zurück. Wenn wir das vorletzte Element haben wollen, können wir sagen primes add minus 2, bekommen dementsprechend die 7 zurück und so weiter. Das heißt, das Ganze geht bis primes add minus 5. Und weil an der Stelle ist es ein bisschen anders, wenn wir aufwärts zählen, dann fangen wir ja bei der 0 an. Insofern hat das fünfte Element den Index 4. Deswegen geht es bei den positiven Werten nur bis primes at 4. Wenn wir jetzt aber rückwärts von hinten zählen, dann fangen wir nicht bei der 0 an, sondern bei der minus 1. Deswegen hat von hinten gesehen das letzte Element, was also das erste ist, eben nicht den Index minus 4, sondern minus 5. Und das wäre dann entsprechend wieder die Zahl 2. Ja, und wenn wir da jetzt sozusagen über das linke Ende des Arrays hinausschießen mit sowas wie primes at minus 6, dann passiert genau das Gleiche, wie wenn wir ins Positive gehen und über das Ende hinaus schießen. Wir bekommen auch hier entsprechend undefined zurück. Und das ist im Wesentlichen schon die neue Add-Funktion. Das ist, was sie macht, wie sie funktioniert. Und wie gesagt, das Ganze funktioniert nicht nur mit Arrays, das funktioniert mit allem, was indexierbar ist. Das heißt, da zählen auch diese typisierten Arrays, wie zum Beispiel uint8array dazu. Und, das ist vielleicht, also die sind vielleicht nicht so relevant, weil man die nicht so oft im Alltag braucht, aber wo es ganz interessant ist, ist, dass das Ganze auch für Zeichenketten, also für Strings, funktioniert. Das heißt, wenn wir sowas haben wie den String The Native Web und wir wollen zum Beispiel das erste Zeichen haben, dann können wir hier auch mit Add 0 arbeiten. Das ist analog zu The Native Web an der Stelle 0. Das hat mit dem Indexer ja bislang auch funktioniert. Auch hier gilt aber, dass wenn wir jetzt von hinten zum Beispiel den dritten Buchstaben von hinten haben wollen, können wir das jetzt eben mit add minus 3 machen. Das war vorher auch nur mit einer Längenberechnung über Strings möglich. Aber wie gesagt, an und für sich funktioniert diese add-Funktion haargenauso für Strings wie für Arrays. Der einzige Unterschied ist halt, das eine ist ein String, das andere ist ein Array. So, das ist das erste neue Feature. Das zweite neue Feature ist eine weitere neue Funktion, dieses Mal aber nicht für Arrays oder für Strings, sondern für Objekte. Und zwar geht es um die neue Funktion namens hasOwn. Legen wir also entsprechend auch eine hasOwn-Datei an. Und wahrscheinlich, du kennst das, du kennst die Problematik, wenn du ein Objekt anlegst, sowas wie ein Object, und dieses Object hat eine Property, beispielsweise sowas wie value 23. Und dann gibt es immer mal wieder den Punkt, dass du prüfen möchtest, ob denn eine bestimmte Property in diesem Objekt enthalten ist. Ja, und dafür gibt es zum Beispiel in JavaScript den in-Operator. Das heißt, du kannst also mit dem Ausdruck value in object kannst du abfragen, ob die Property value in dem Objekt obj existiert. Und da die existiert, wird hier entsprechend natürlich true zurückkommen. Jetzt ist der Punkt, wenn man das nicht mit Eigenschaften ausprobiert, die direkt in diesem Objekt definiert sind, sondern die vererbt worden sind. In dem Fall zum Beispiel, jedes Objekt erbt ja quasi gewisse Eigenschaften, gewisse Methoden sozusagen von dem Urobjekt, wie zum Beispiel die toString-Funktion. Und wenn du jetzt zum Beispiel fragst, naja, toString in object, gibt es das denn? Dann kommt da ebenfalls true raus, was in gewissem Sinne richtig ist, weil das Objekt obj hat eine toString-Funktion, aber es ist eigentlich nicht das, was du wissen willst, weil du ja eigentlich wissen wolltest, ob es diese Property toString direkt in diesem Objekt gibt. Und dafür gab es in der Vergangenheit eine Hilfsfunktion, nämlich die hasOwnProperty-Funktion. Das heißt, du konntest in der Vergangenheit eben hingehen und dann sagen, Object hasOwnProperty und dann zum Beispiel fragen, hat das die Property Value? Und an der Stelle kommt dann eben auch wieder true heraus, weil das Objekt ja eine Property Value besitzt. Wenn du aber fragst, Object has own property to string, dann kommt dabei eben false heraus, weil das Objekt eben diese Eigenschaft toString nicht selbst besitzt. Und das ist soweit. Eigentlich in der Vergangenheit hat das auch immer ganz gut funktioniert mit has own property, aber es gibt einen Haken, nämlich irgendjemand könnte ja auf die Idee kommen, in einem Objekt eine Property namens hasOwnProperty zu definieren und die zum Beispiel auf den Wert 42 zu setzen. Und in dem Moment geht natürlich hier unten, diese Aufrufe funktionieren nicht mehr, weil hasOwnProperty jetzt eben keine Funktion mehr ist, sondern eben jetzt die Zahl 42. Und das ist halt so ein bisschen schwierig, deswegen gab es immer die Empfehlung, so, wenn du mit hasOwnProperty arbeiten willst, dann geh doch lieber über object.prototype, da hängt das nämlich ursprünglich dran, und dann kannst du dort die hasOwnProperty-Funktion zugreifen.
Und zwar völlig egal, ob sie an der konkreten Instanz überschrieben worden ist oder nicht. Und kannst die anschließend aufrufen. Und bei diesem Aufruf muss man dann als ersten Parameter das entsprechende Objekt übergeben und als zweite dann eben die Property, um die es dir geht. Also in dem Fall Value, beziehungsweise wir könnten mit Object Prototype has own property call Object ToString könnten wir jetzt abfragen, ob es die ToString Property direkt an an dem Objekt OBJ gibt. Und da käme entsprechend false bei heraus. Und da sieht man schon, also das funktioniert prinzipiell, das ist auch safe auf dem Weg, aber es ist natürlich sehr, sehr umständlich, weil das halt ein ziemlich langer Aufruf wird, so unterm Strich. Und deswegen, da kommt jetzt endlich diese neue Funktion ins Spiel. Diese neue Funktion, die hängt nämlich nicht an der jeweiligen Instanz, sondern diese neue has-own-Funktion, die hängt direkt an dem Object-Konstruktor. Das heißt, wir können jetzt einfach sagen, Object has own. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, was genau besitzt dieses Ding denn jetzt? Und Object has own, das muss natürlich jetzt, da müssen wir jetzt eben nachschauen, insofern, um welches Objekt geht es denn? Das heißt, wir haben hier, welches Objekt gewünscht ist, und wir haben zum Zweiten, welcher Wert gewünscht ist. Und dann kommt hier entsprechend true by heraus. Und wenn wir sagen, Object has own obj toString, und dann kommt entsprechend false bei der ganzen Geschichte heraus. Also von daher macht im Prinzip das Gleiche wie has own property. Wenn man es über den Prototype mit call aufruft, ist aber eben um Welten einfacher, das Ganze so aufzurufen, und man spart sich eine Menge Schreibarbeit. Es wird einfach viel, viel lesbarer. Ja, und das ist die zweite große Neuerung. Das ist eben, wie gesagt, diese has-own-Funktion. Die dritte große Neuerung oder die dritte Neuerung überhaupt, das ist die sogenannte cause-Property für Fehler. Das heißt, wir haben eine cause.js. Und diese cause-Property für Fehler, das Ganze sieht also so aus, wenn wir in JavaScript eine Exception werfen, also wenn wir sowas machen wie throw new error, und dann hat man ja üblicherweise eine Message, die man noch angibt, sowas wie something happened, so. Wenn man das macht, dann basiert die Exception, die man wirft, zunächst mal auf der Error-Klasse. Hier wird ja üblicherweise bei throw eine neue Instanz der Error-Klasse angelegt. Und diese Fehler, die man mit New Error erzeugt, die haben gewisse Standardeigenschaften. Wir könnten jetzt mal hingehen, könnten uns das hier in einer Variablen x zunächst mal merken, bevor wir das Ganze auslösen. Und wir haben an x dann einige Eigenschaften, wie zum Beispiel x Message. Das wäre dann zum Beispiel der String something happened. Wir haben an der Exception den Stack dranhängen. Das ist eben der ganze Stack Trace, also die Informationen, welche Funktionen waren gerade aktiv, wie war die Aufrufreihenfolge, als diese Exception ausgelöst wurde. Und je nach Fehler, der ausgelöst wird, zumindest unter Node.js ist das so, gibt es gelegentlich noch eine Code-Property. Da steckt also, weil die Message, die ist nicht unbedingt stabil, die kann sich im Laufe der Zeit mal ändern. Die wird vielleicht mal umformuliert oder vielleicht kriegt man die in einer anderen Sprache, solche Dinge. Und der Code, der ist quasi als stabiler Identifier gedacht. Und das sind in Node zum Beispiel solche Werte wie e, no, end. Das ist zum Beispiel, das erste E steht immer für Error oder Exception, und No End, das ist so ein etwas kryptisches Kürzel, das steht zum Beispiel für No Entry. Das bekommt man immer dann, wenn eine Datei nicht gefunden wurde. So, und so weit, so gut, aber was bislang fehlt, das ist sowas wie eine Art Inner Exception. Vielleicht kennst du das, je nachdem, mit welcher Programmiersprache du außer JavaScript unterwegs bist, vielleicht kennst du das zum Beispiel aus C Sharp, da kenne ich das her. Die Idee ist, dass man in einen Fehler bzw. in eine Exception nochmal eine andere Exception wrappen kann. Und die Idee, warum man das zum Beispiel brauchen sollte, ist zum Beispiel, man hat irgendeinen Aufruf an irgendeine Library, die irgendwas sehr Technisches macht, wie zum Beispiel eine Verbindung zu einer Datenbank aufbauen. Das geht schief. Und jetzt möchte man gerne, weil man hat vielleicht verschiedene Datenbanktreiber, die man nutzen kann, und die lösen natürlich alle unterschiedliche Exceptions aus. Jetzt möchte man aber eine vereinheitlichte Exception zurückgeben, sowas wie Datenbankverbindung konnte nicht hergestellt werden. Trotzdem wäre natürlich interessant, was die eigentliche Ursache dafür war. Also eigentlich will man die technische Exception rausgeben, aber in einer vereinheitlichten Form. Und das war halt bislang nicht möglich, weil man in eine Exception keine weitere Exception wrappen konnte. Und die beste Lösung bislang war,
dass man quasi die Error-Message abgefangen hat, aber dann ging natürlich der Stack-Trace verloren und so weiter. Und das geht jetzt eben deutlich eleganter. Das heißt, wir können also einen Try-Block machen, da drin irgendwas aufrufen, wie zum Beispiel den Code, der unsere Datenbankverbindung herstellt. Und wenn dabei jetzt irgendwas schief geht, dann catchen wir entsprechend mit der Catch-Clause die Exception und können jetzt hier sagen, throw new error, also erstmal wie gehabt, und sagen hier zum Beispiel Database, Database Connection failed, und geben jetzt als zweiten Parameter ein Objekt an und können hier sagen, wir einen Cause, und da können wir einfach die erhaltene Exception sozusagen durchreichen. Und hier hätten wir so einen Aufruf wie zum Beispiel connect to database. Also beispielsweise sowas. Das Ganze ist gerade ausgegraut, weil hier oben durch das Throw, ja genau, weil durch das Throw Visual Studio Code der Meinung war, dass hier unten ist unreachable Code. Deswegen kommentiere ich das hier oben aus, damit man das ein bisschen besser lesen kann. Also dieser Parameter hier mit dem Cause, das ist eben entsprechend neu. Und das lässt sich jetzt nachher analog zu xMessage, xStack, xCode, lässt sich das über xCause abfragen. Und darüber bekommt man eben dann die ursprüngliche Exception wieder zurück. Und übrigens, auch wenn das ja schon mal eine deutliche Verbesserung gegenüber vorher ist, weil Exception Handling damit um Welten besser handhabbar wird, also es wird auf der einen Seite, lassen sich bessere Fehlermeldungen formulieren, wie an dieser Stelle zum Beispiel, und trotzdem kann man die Möglichkeit haben, eben eine detaillierte technische Fehlermeldung sozusagen durchzureichen. Was trotzdem immer noch fehlt, ist eine gute Möglichkeit, eigene sozusagen Custom-Error-Klassen zu erzeugen, die man auch vernünftig unterscheiden kann, wo man vielleicht diese Code-Property entsprechend nutzen kann. Und dafür haben wir bei The Native Web ein eigenes NPM-Modul entwickelt, was wir als Open Source zur Verfügung stellen. Und dieses Modul heißt Defect. Das findest du auf NPM, und den Link dazu, den findest du auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Das heißt, wenn du viel mit Exceptions zu tun hast, mit unterschiedlichen Arten von Exceptions, dann guck dir Defect mal an. Kann dir unter Umständen eine Menge Arbeit ersparen, beziehungsweise das Leben eine ganze Ecke einfacher machen. Kommen wir zur vierten Neuerung. Die vierte Neuerung, die ist aus meiner persönlichen Sicht eigentlich die uninteressanteste Neuerung in ECMAScript 2022. Sie hat was mit regulären Ausdrücken zu tun, das liegt aber vielleicht auch einfach daran, dass ich generell nicht so ein Riesenfan von regulären Ausdrücken bin. Das mag ja bei dir vielleicht anders ausschauen, und insofern zeige ich dir diese Neuerung selbstverständlich auch. Und diese Neuerung, die ist an regulären Ausdrücken das sogenannte D-Flag. Stell dir vor, du hast einen regulären Ausdruck. Also wir könnten zum Beispiel sagen, wir haben einen regulären Ausdruck für UUIDs. Da der ein bisschen länger wird, breche ich den direkt mal in die neue Zeile um. Und naja, wie sieht so eine UUID aus? Wir haben also 0 bis 9, wir haben A bis F als hexadezimale Ziffern, und davon haben wir auf jeden Fall 8 Stück hintereinander. Und dann kommt ein Bindestrich, und im Grunde genommen wiederholt sich dieses Pattern nur, dass dann anschließend nur 4 kommen, dann kommen nochmal 4, dann kommen nochmal 4 und dann kommen 12 und dann natürlich kein Bindestrich mehr. So, also das wäre ein regulärer Ausdruck für UUIDs. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir führen diesen regulären Ausdruck mit exec mal auf einer UUID aus. Ich habe mir eine UUID nebenher vorbereitet und wir fügen die mal hier ein. Dann bekommen wir natürlich ein entsprechendes Ergebnis zurück. Und an diesem Ergebnis kann man jetzt alles Mögliche ablesen. Und eine interessante Sache ist, was passiert, wenn man diese Parts, sage ich mal, der UUID, wenn man die jeweils noch in Klammern setzt. Dann definiert man nämlich Gruppen, und dann kann man nachher über die Groups-Property des Results kann man auf diese einzelnen Gruppen sozusagen zugreifen. Und das Interessante ist jetzt, wenn wir diesem regulären Ausdruck am Ende noch das D-Flag anhängen, dann hat Result eine neue Property, dann haben wir nämlich Result Indices noch zur Verfügung. Und Result Indices, das ist ein Array. Und dieses Array wiederum enthält weitere Arrays, wo die einzelnen Indizes der einzelnen Gruppen drin stehen. Das heißt, wir haben eine Gruppe, die bei Zeichen 0 anfängt und die 8 Zeichen lang ist. Insofern haben wir hier eine 0,8. Dann haben wir eine weitere Gruppe, die fängt dann bei Zeichen, also an Position 9 an. Die geht dann für 3 Stellen bis zur 12 oder zur 13, ja, jetzt, okay, und so weiter. Also man merkt, bei den Zahlen, da müsste man jetzt nochmal genau
nachrechnen mit der jeweiligen Position im String, mit dem Bindestrich und so weiter. Aber das Prinzip wird klar, also das heißt, du kannst über Indizes kannst du die entsprechenden Gruppen abfragen. Ganz, ganz wichtig ist, die allererste Gruppe ist eine Gruppe, die sozusagen die komplette UUID umfasst, also ganz vom Anfang bis ganz zum Ende geht. Das heißt, das wäre entsprechend 036. Insofern, wenn dich die echten Gruppen interessieren, funktioniert das sozusagen erst ab dem zweiten Inhalt dieses Indices Arrays. Ja, das ist wie gesagt die Neuerung bei den regulären Ausdrücken. Damit kommen wir zu den Neuerungen für Klassen. Und da gibt es eine Neuerung, was die Definition oder die Deklaration von Feldern angeht. Und Punkt Nummer eins, Felder in Klassen sind ja prinzipiell nichts Neues. Das heißt, wenn wir so eine Klasse haben, wie beispielsweise Foo, und die soll ein Feld bar enthalten, dann war das bislang kein Problem, indem man einen Konstruktor definiert hat und dann im Konstruktor sowas wie this bar ist gleich 23 geschrieben hat. Das konnte man machen, aber das war halt relativ implizit und gerade zum Beispiel Felder, die als Startwert undefined haben, die hat man dann hier so auf undefined gesetzt, was sich aber irgendwie immer so ein bisschen falsch angefühlt hat, weil der initiale Wert, auch wenn ich ihn nicht definiere, ist ja trotzdem undefined. Und es war halt, wie gesagt, ja, außerdem war es immer im Konstruktor vermischt mit potenziell anderem Code. Das heißt, das Ganze war vielleicht nicht ganz so toll lesbar. Übrigens, Stichwort Klassen, wenn du dich für Klassen, für Objektorientierung im Allgemeinen in JavaScript interessierst, dann haben wir auch dazu ein längeres Video gemacht und auch dazu findest du den Link hier oben in der Infocard. So, und die Neuerung sieht jetzt eben folgendermaßen aus, dass wir Felder direkt auf Klassenebene deklarieren können. Das heißt, wenn wir ein öffentliches Feld haben, dann können wir das zum Beispiel Public Value nennen und können auch, wenn wir das möchten, direkt einen Wert zuweisen. Das heißt, wir können ein Feld deklarieren außerhalb des Konstruktors. Und das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, das zu machen. Vor allem macht das das auch sehr schön explizit und deutlich. Hier haben wir ein Feld. Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit privaten Feldern. Also wir können auch das machen. Dieses Hash-Zeichen, das ist ja in JavaScript inzwischen das Zeichen der Marker sozusagen, dass etwas private ist. Das Gleiche funktioniert auch für statische Felder. Das heißt, wir können sagen, public static value ist gleich 23 und wir können das natürlich auch für statische private Member machen. Das heißt, wir können auch mit der Hash-Schreibweise können wir auch ein privates Static-Feld definieren. Wie bisher, also das ist ja nichts Neues, wir können natürlich auch öffentliche Methoden deklarieren. Das ist ja genau die gleiche Schreibweise wie in der Vergangenheit auch. Und das funktioniert auch für private Methoden. Also auch das ist weiterhin natürlich möglich. Und natürlich können wir auch einen Konstruktor haben. Das habe ich ja eben schon angesprochen. Das heißt, das wäre die übliche Schreibweise. Und da gibt es auch noch eine schöne oder eine interessante Neuerung. Nämlich es gibt jetzt sogenannte Static Initialization Blocks. Das ist quasi ein Konstruktor, aber halt nicht ein normaler Konstruktor, der ausgeführt wird, wenn eine Instanz dieser Klasse erzeugt wird, sondern das ist ein statischer Konstruktor. Der wird so geschrieben und dieser Static Constructor oder Static Initialization Block, wie er heißt, der wird eben ausgeführt, wenn die Klasse an sich erzeugt wird. Also das wird nur ein einziges Mal ausgeführt, irgendwann zwischen Start der Anwendung und dem ersten Zugriff auf diese Klasse. Und solche Static Initialization Blocks, davon kann es mehrere pro Klasse geben. Es gelten ansonsten die gleichen Regeln wie bei normalen Konstruktoren. Das heißt, wenn ich mit Vererbung arbeite, dann laufen die Static Initialization Blocks der Superklasse auf jeden Fall vor denen der abgeleiteten Klasse. Und diese Static Initialization Blocks, die haben natürlich Zugriff auf die statischen Member. Und zwar völlig unabhängig davon, ob es öffentliche statische Member sind oder ob es private statische Member sind. Aber weil es natürlich statisch ist, haben sie natürlich nur Zugriff auf die statischen Member, nicht auf die Instanzmember. So, das sind die neuen Möglichkeiten zur Felddeklaration in ECMAScript 2022. Das nächste, und das ist dann auch schon das sechste Feature, das hat einen relativ seltsamen Namen, das klingt sehr, sehr hochtrabend, ist aber eigentlich was ganz Einfaches. Das sind die sogenannten Ergonomic Brand Checks. Ja, wie gesagt, es hört sich sehr sophisticated, sehr akademisch an. Und eigentlich ist die Frage, worum es da eigentlich geht, eigentlich ist das sehr, sehr simpel. Insofern auch dafür legen wir mal eine neue Datei an, die Ergonomic Brand Checks.js. Und auch da
geht es um Klassen. Das heißt, angenommen, wir haben eine Klasse, so, und die hat ein privates Feld, also genau mit der Syntax, wie wir sie ja gerade schon gesehen haben, Private Field zum Beispiel, dann könnte es jetzt sein, dass wir eine Funktion haben wollen, die überprüft, ob ein bestimmtes Feld in einem Objekt eigentlich enthalten ist. Also angenommen, wir statten diese Klasse mit einer Funktion aus, zum Beispiel eine Static Has Private Field Funktion, und wir übergeben hier von außen ein beliebiges Objekt. Und wir möchten jetzt wissen, hat dieses Objekt genau hier dieses private Feld? Also ist das am Ende des Tages, ist dieses Objekt, was da übergeben wird, ist das eine Instanz dieser Klasse? Weil das ist ja die einzige Möglichkeit, wie es dieses private Feld haben kann. Dann, und das ist jetzt das, was mit dem Ergonomic Brand Check gemeint ist, dann können wir das machen, indem wir einfach mit dem In-Operator prüfen, ob das Private Field in OBJ enthalten ist, und das Ergebnis geben wir halt zurück. Das ist dann entsprechend true oder false. Das heißt, wenn wir hingehen und sagen, wir legen eine neue Instanz von foo an und wir legen zum Beispiel zusätzlich noch ein Objekt bar an, was keine Instanz von foo ist, und wir rufen jetzt foo has private field mit foo auf, dann kommt da eben entsprechend true raus. Und wenn wir foo has private field mit bar aufrufen, dann kommt da analog entsprechend false raus, weil natürlich das bar-Objekt dieses private Feld nicht enthält. Also von daher, das ist relativ unspektakulär. Das funktioniert eigentlich intuitiv schon so, wie man das erwarten würde vermutlich. Aber das ist eben ein neues Feature. Das war vor ECMAScript 2022 so nicht möglich. Angenommen übrigens, man hätte jetzt noch eine zweite Klasse und die hätte ebenfalls einen privaten Member mit diesem Namen, dann würde das Ganze trotzdem genau so funktionieren, wie man es erwarten würde. Also es ist nicht die Namensgleichheit alleine ausreichend, es geht wirklich um die Identität. Das heißt, man könnte hier auch Objekte durchaus unterscheiden, die von unterschiedlichen Klassen erzeugt worden sind, die nur zufälligerweise intern denselben Namen haben. Um ehrlich zu sein, was den konkreten Nutzen dieses Features angeht, da fehlt mir persönlich so ein bisschen die Fantasie oder die Kreativität, wofür das eigentlich so genau gut sein könnte. Also ja, man kann damit prüfen, ob ein Objekt sozusagen von der eigenen Klasse abstammt. Das ist aber auch so ziemlich das Einzige, was mir einfällt, was man damit machen kann. Also insofern fällt das für mich erstmal in die Kategorie schön, dass es funktioniert. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, den tieferen Sinn dabei zu sehen. Vielleicht übersehe ich an der Stelle auch einfach nur irgendwas. Also falls du da irgendeine tolle Idee hast, wofür man dieses Feature kreativ nutzen könnte, oder falls du das anders siehst und sagst, Mensch, das ist eine total super Sache, darauf habe ich schon ganz, ganz lange gewartet, dann schreib das doch gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob es da jemanden gibt da draußen, der mich da sozusagen aufklären kann, wofür das gut sein soll, außer eben für diesen doch relativ speziellen Anwendungsfall. Ja, und damit kommen wir zum siebten und letzten Neuerung von ECMAScript 2022. Und das ist für mich persönlich die wichtigste Neuerung. Das ist sozusagen der Höhepunkt von ES 2022. Wir reden nämlich endlich über Top-Level Await. Das heißt, auch hier legen wir mal eine Beispieldatei an, Top-Level Await.js. Und ich habe ja bei allen anderen Dateien am Anfang immer useStrict geschrieben, das lasse ich jetzt hier ganz bewusst weg, erkläre ich gleich warum. Das Await-Keyword, bislang war das ja so, wenn ich irgendwas mit Await machen wollte, also zum Beispiel die Fetch-API aufrufen wollte, wenn ich sowas hier schreiben wollte, Await-Fetch, und dann auf eine Adresse, zum Beispiel https-api-thenativeweb.io, und ich bekomme eine Response zurück entsprechend davon. Und ich möchte anschließend die JSON-Daten mir holen aus dieser Response. Dann muss ich an dem Response-Objekt muss ich die JSON-Funktion aufrufen. Und die wiederum muss auch mit Await aufgerufen werden. Dann hat das bislang so nicht funktioniert. Denn bislang galt die Regel, dass Await eben ausschließlich in Async-Funktionen genutzt werden kann. Das heißt, ich musste diese zwei Zeilen in eine Async-Funktion wrappen. Sowas wie Async Wrapper. Das konnte ich machen, da fehlt noch ein Function. So, dann konnten wir das hier entsprechend einrücken. Jetzt ist natürlich der Haken gewesen, ich muss ja die Wrapper-Funktion aufrufen, damit sich irgendwas tut. Um diese Funktion aufzurufen, weil die ja async ist, sollte ich sie mit await aufrufen. Und jetzt haben wir so ein Henne-Ei-Problem, weil das wiederum funktioniert natürlich nur in einer async-Function und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt so, also ich
verpacke diesen Aufruf auch wieder in der Async-Function, die ich dann aber wieder mit await aufrufen muss oder sollte, die ich dann wieder in der Async-Function haben muss, diesen Aufruf und immer so weiter. Das heißt, wie gesagt, Henne-Ei-Problem. Und das hat am Ende immer zu so relativ hässlichen Konstrukten geführt, wie beispielsweise Wrapper ohne Await aufzurufen und dann, weil das ja jetzt ein Promise zurückliefert, dann hier noch ein Catch anzuhängen, wo man dann entsprechend die Fehlerbehandlung gemacht hat. Das finde ich persönlich einen sehr unglücklichen Ansatz, weil man ja eigentlich von dieser Promise-Schreibweise weg wollte mit Async Await. Also so würde ich das ungern schreiben wollen. Die andere Alternative, damit das funktioniert, ist, man hat sozusagen einen Async-Lambda-Ausdruck geschrieben und hat das dort entsprechend hineingefügt und hat diesen Ausdruck, weil der jetzt keinen Namen hat, ist ja eine anonyme Funktion, hat die sich dann selbst aufrufen lassen. Und was jetzt wiederum nicht funktioniert, weil eine Zeile in JavaScript nicht mit einer Funktionsdefinition anfangen kann. Deswegen ist der übliche Trick, dass man das in runde Klammern packt und damit ist es dann möglich. Aber auch dieses Konstrukt, es sieht halt so ein bisschen unglücklich aus, ist irgendwie nicht so ganz das, was man haben will. Und eigentlich könnte man sich das alles ja sparen, wenn man einfach die Regel hätte, dass sozusagen auf oberster Ebene in, wenn man so will, der Main-Funktion, wenn die sinngemäße Main-Funktion von JavaScript, wenn die einfach von Haus aus schon async wäre, weil dann könnte man einfach auf oberster Ebene mit await arbeiten. Und genau das haben wir jetzt endlich seit ECMAScript 2022, das ist mit Top-Level-Await gemeint. Ab sofort funktioniert await auch auf der obersten Ebene, ohne dass ich mich in einer Async-Function befinden muss. Einziger Haken, und das ist der, jetzt komme ich auf dieses fehlende useStrict nochmal zu sprechen, das Ganze funktioniert nur ausschließlich in Modulen. Das heißt, das funktioniert nur in JavaScript-Dateien, die, wenn ich im Browser bin, über ein Script-Tag geladen werden, aber wo eben als Type Module angegeben ist, also wo ich mit ECMAScript-Modulen arbeite, oder wenn ich mich in Node.js befinde, in Modulen, die in der Package.json als Type Module eingetragen haben, oder auch in Node.js in Dateien, die mit der Dateiendung MJS für Module.js arbeiten. Das heißt, diese Varianten habe ich, aber einen dieser Wege kann man heutzutage meiner Meinung nach durchaus gehen. Und insofern ist das Top-Level-Await, also man findet Wege, wie man das im Browser oder eben auch in Node.js nutzen kann. Übrigens, Await, genauso wie Async und so weiter, das gehört ja alles zum Themenbereich asynchrone Programmierung. Und falls du dich hierüber nochmal ein bisschen detaillierter informieren möchtest, falls du nochmal auffrischen möchtest, wie asynchrone Programmierung in JavaScript funktioniert, also alles so rund um Callbacks, Promises und eben auch Async und Await, was es damit auf sich hat, wie das funktioniert, warum das so wichtig ist und so weiter und so fort. Auch dazu haben wir ein Video gemacht und auch dazu findest du den Link hier oben in der Infocard. Ja, und damit kommen wir abschließend jetzt endlich zu dem Thema Unterstützung des Ganzen in den verschiedenen Laufzeitumgebungen, in den verschiedenen Runtimes. Und da gibt es tatsächlich ausnahmslos mal positive Neuigkeiten. Denn alles das, was ich dir erzählt habe, alles das, was ich dir gezeigt habe, das funktioniert in allen aktuellen Browsern. Das funktioniert in der aktuellen Version von Node.js, das funktioniert in TypeScript, das funktioniert in Deno, also eigentlich praktisch überall, außer natürlich wie immer im Internet Explorer. Aber gut, der ist ja inzwischen sogar von Microsoft abgekündigt worden. Von daher kann man diese Sprachkonstrukte, all diese Features inzwischen eigentlich sehr, sehr schön einsetzen. Ja, und da würde mich jetzt natürlich interessieren, wie du diese Sprachfeatures findest, was du davon hältst. Also sind da jetzt tolle Neuerungen für dich dabei, wo du sagst, boah, super, da freue ich mich total drauf, endlich kann ich XYZ nutzen. Oder sind da vielleicht im Gegenteil Sachen dabei, wo du sagst, um Gottes Willen, wie kann man das bloß in JavaScript einbauen? Und vor allem wäre natürlich mal interessant, wie siehst du das? Ich habe ja gesagt, Top-Level-Await ist aus meiner persönlichen Sicht die spannendste Neuerung. Wie sieht das aus deiner Sicht aus? Also was ist aus deiner Sicht die wichtigste und beste Neuerung in ECMAScript 2022? Und wie immer, schreib deine Meinung dazu gerne einmal unten in die Kommentare. Ja, und wenn du allgemein übrigens der Meinung bist, dass es mal eine gute Idee wäre, dich mal näher und intensiver mit JavaScript zu beschäftigen, auch dazu haben wir ein passendes Video gemacht, da haben wir eine ausführliche Einführung in JavaScript und auch dazu findest du den Link hier oben in der Infocard. Ja, und dann hoffe ich abschließend natürlich, dass dir das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, also wenn ja, dann teile es gerne
mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Lass gerne einen Daumen nach oben da, darüber freuen wir uns natürlich auch sehr. Ja, und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Montag, einen guten Start in die neue Woche. Nicht vergessen, am Mittwoch, also übermorgen, findet endlich wieder unser Livestream statt. Der musste ja vor 3 Wochen leider relativ kurzfristig aus persönlichen Gründen ausfallen. Aber dieses Mal sieht alles deutlich besser aus. Insofern wird der, wenn jetzt nichts völlig Unerwartetes passiert, wird der auf jeden Fall übermorgen stattfinden. Und übrigens, weil da einige von euch auch schon danach gefragt haben, auch die SICP-JS-Serie, die wir angefangen haben, die wird weitergehen. Es war einfach nur in den vergangenen Wochen sehr viel zu tun. Und von daher, wir haben es einfach zeitlich nicht geschafft, das neben den Weeklies und den Developers Dictionary Folgen das dann auch noch zu machen. Und das wird aber auch wieder besser werden. Und dann kommt auch die 3. Folge von SICP.js, versprochen. Ja, und in dem Sinne dann, wie gesagt, einen schönen Montag, eine gute, schöne neue Woche. Und wie immer, pass gut auf dich auf, bleib gesund und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Mach's gut. Ciao.